Die AfD-Fraktion hat sich die Redezeit wieder geteilt. Dann hat jetzt als nächstes der Abgeordnete Richter das Wort. 5:40 Minuten sind noch übrig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Wir danken für die offenen Worte, die Sie wieder einmal gemacht haben, und dem erneuten Klarstellen, dass die Hessische Landesregierung lediglich auf Sicht fährt. Anfang Januar 2020 die Situation nicht erkannt, versagt. Im Sommer 2020 keine Vorbereitung getroffen, versagt. Im März 2021 stehen wir vor einem Scherbenhaufen, ausgelöst durch einen Dauer-Lockdown, erneut versagt. Man darf hier mit Fug und Recht sagen, dass die Hessische Landesregierung bei der Bewältigung dieser Situation vollständig überfordert ist. Im Volksmund nennt man das Bankrotterklärung, in der Politik nennt man das Staatsversagen. Wir müssen also unbedingt über vieles sprechen. Herr Kollege Enners hat das eben zum Teil schon angesprochen, nämlich über die Inzidenzwerte. Können die Inzidenzwerte der Wert der Entscheidung sein? Nein, das können sie nicht. Denn wir werden in Zukunft durch die Schnelltests, Herr Staatsminister Klose hat das gestern völlig richtig im Sozial- und Integrationsausschuss, Herr Bocklet, es sei ihm gesagt, ja, der dauert lang, aber er ist auch sehr lehrreich, wenn man in der Lage ist, zuzuhören. Der Herr Staatsminister Klose hat es gestern vollkommen richtig ausgeführt. Durch die Schnelltests wird es also dazu kommen, dass die Menschen PCR-Tests machen. Wir werden mehr positiv getestete Menschen haben. Haben wir mehr positive getestete Menschen, werden am Ende die Inzidenzwerte steigen. Also können wir auf diese Inzidenzwerte nicht mehr setzen als Basis für diese Politik, die hier stattfindet. Somit müssen die Erkrankten mehr Basis der Bewertungen sein und eben nicht die Inzidenzwerte. Das wäre der richtige Weg. Nehmen Sie Abstand von dieser Politik, Herr Ministerpräsident. Beenden Sie diesen Lockdown. Geben Sie den Menschen ihre Würde wieder. Sensibilisieren Sie die Menschen mehr. Achten Sie sehr stark auf die Belastung unserer Intensivstationen und betrachten Sie auch sehr genau die Cluster. Betrachten Sie auch sehr genau die Cluster, wo sich die Menschen anstecken, um dort regional zu agieren und die notwendigen Strategien zu verbessern. Das haben Sie in Ihrer Erklärung vorhin richtig auch dargestellt. Seien wir uns darüber im Klaren, dass auch die Tabuthemen hier angesprochen werden müssen, anstatt sie auszuklammern. Das ZDF hat unlängst darüber berichtet, dass sozial Benachteiligte Menschen ein höheres Infektionsrisiko haben und so Menschen mit Migrationshintergrund auf den Intensivstationen überrepräsentiert sind. Das ist nichts Schlimmes, wenn man es anspricht. Ganz im Gegenteil, hilft man den Menschen, die sozial benachteiligt sind, wesentlich mehr, wenn man sie als Risikogruppe vermehrt anspricht, um sie zu schützen. Wir müssen doch klar ansprechen, was es zu lösen gilt und wie es zu lösen ist. Und Sie verlassen sich weiterhin auf die Impfung. Was, wenn diese Hoffnung nicht aufgeht? Was, wenn die Menschen AstraZeneca nicht mehr annehmen, falls es wieder in die Zulassung kommt? Da können Sie diese doch nicht dazu zwingen. Und dann ist doch Ihr Kern der gesamten Impfstrategie komplett gescheitert. Dann können wir doch nicht ein Schild an die Grenzen stellen, wo draufsteht, wegen Unfähigkeit der Regierungsparteien in Deutschland und in Hessen geschlossen. Das können wir doch nicht machen. Dann brauchen wir doch einen gesamtgesellschaftlichen Plan. Und ich denke, dass wir alle mittlerweile auch sehr genau wissen, worauf wir zu achten haben und wie wir mit dieser Situation umzugehen haben. Und dass die Gesellschaft sich innerhalb eines Jahres gewandelt hat und nicht mehr dieselbe ist wie in 2019, ist doch jedem von uns völlig klar. Es gibt kein Zurück in die Vergangenheit. Wir werden mit diesem und anderen Viren leben müssen. Wir werden Strategien entwickeln und einen Teil unseres unbeschwerten Lebens leider verlieren. Aber wir dürfen es doch deswegen nicht aufgeben, unser Leben. Wir verteidigen unsere Demokratie und unsere Bürgerrechte genau hier und heute und an diesem Punkt. Entweder wir bleiben freie und selbstbestimmte Bürger, oder aber wir werden von der Politik fremdbestimmte Menschen sein, für die Demokratie, Bürgerrechte, Menschenrechte und damit ihre Freiheit nicht mehr gelten. Und da, sehr geehrte Damen und Herren der Regierungsparteien, genau da müssen die oppositionellen Kräfte ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe nachkommen und politischen Widerstand leisten. Herr Bocklet, das mag Ihnen nicht gefallen. Das tun wir. Es mag sein, dass bei den Kommunalwahlen viele Bürger
das alles noch nicht verinnerlicht haben, was eigentlich auf uns zukommt. Höhere finanzielle Lasten, mehr Einschränkungen in ihrem Leben bis hin zum Entzug ihrer Freiheit. Die kleinste Größe wird hier ein Covid-Solidaritätszuschlag sein, die wohl größte Größe eine maximale finanzielle Umverteilung im Sinne der Linksaußenfraktion in unserem Hessischen Landtag, die ja seit Jahr und Tag wieder ihre sozialistische Staatsform wünscht und das sogar öffentlich so aussagt. Es ist zu hoffen, es ist wirklich zu hoffen, dass so etwas nie eintreten wird, und das wird es auch nicht, wenn Sie umkehren, Herr Ministerpräsident. Dazu haben Sie am Montag die Gelegenheit. Bitte, bitte nutzen Sie diese. Erkennen Sie, dass dieser Weg jetzt so nicht mehr weitergeführt werden kann. Erkennen Sie die Konsequenzen dieser Politik auch für die jüngere Generation und nehmen Sie Schaden von unserem Land, indem Sie andere Lösungen mit uns allen gemeinsam finden, in denen die Menschen wieder frei, selbstbestimmt, umfassend und nicht politisch einseitig informiert leben können. Wir müssen der Jugend unseres Landes ein Hessen übergeben, welches besser ist als das Hessen, in dem wir jetzt leben. Mein letzter Satz: Das muss Anspruch und Kern unserer Politik sein, unabhängig von der parteipolitischen Ausrichtung. Nur dafür streiten wir hier miteinander. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. Als nächstes hat die Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Herr Ministerpräsident, das war ja ein bemerkenswerter Auftritt hier heute. Also am Dienstag, sprich vorgestern, haben Sie in Ihrer Regierungserklärung noch gesagt, Hessen sei gut durch die Krise gekommen und es gebe allen Grund, sich zu freuen. Ich habe das schon vorgestern kritisiert, weil ich angemerkt habe, dass die Zahlen immer weiter steigen, dass es sehr viele Tote gibt, auch gerade in hessischen Pflegeheimen, und dass die dritte Welle längst da ist. Und jetzt heute, also nicht mal 48 Stunden später, stellen Sie sich hier ans Rednerpult und sagen, oh, die Inzidenz ist über 100, die dritte Welle ist da, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Und da frage ich mich, war Ihnen das vorgestern noch nicht klar? Also vorgestern lag die Inzidenz bei 89, heute liegt sie bei 100. Das war doch vollkommen klar, dass die Zahlen ansteigen würden. Und viel wichtiger ist die Frage, was haben Sie denn bitte getan, um das zu verhindern? Man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, wir reagieren, wenn die Inzidenz bei 100 ist. Die Aufgabe der Landesregierung ist doch genau das zu verhindern. Wir haben doch im Oktober, November gesehen, wie schnell es geht, wenn man in das exponentielle Wachstum kommt und wie schnell es geht, wenn man erst bei einer Inzidenz von 100 ist. Dann ist man nämlich ein paar Tage später bei 120, bei 130, bei 140. Und jetzt haben wir es doch mit der besonders ansteckenden Mutante zu tun. Und deshalb, das werfe ich Ihnen vor, Herr Ministerpräsident, sehenden Auges. Es war doch seit Tagen, seit Wochen hat sich das abgezeichnet. Statt hier wirklich vorher einzugreifen, ziehen Sie eine Notbremse, wo Sie bei 100 stehen, und erzählen vor zwei Tagen noch, wir würden gut dastehen. Das hat mit Vorsicht, das hat mit vorausschauender Politik überhaupt nichts zu tun. Man tritt doch nicht aufs Gas, wenn man vor sich schon die Wand näher kommen sieht, weil man dann weiß, dass man entweder voll in die Eisen gehen muss oder es überhaupt nicht mehr schafft und voll gegen die Wand fährt. Und das war doch absehbar. Über 73.000 Tote in diesem Land. Über 73.000. Und dann beschließt man bei der Bund-Länder-Runde eine Notbremse, die bei 100 liegt. Das ist verantwortungslos. Wir haben doch die Inzidenzen, die ganze Zeit haben wir über 35 und 50 gesprochen. Da hat man gemerkt, die 50 erreicht man nicht. Und dann hat man gesagt, 100 ist das neue 50, dann bauen wir doch die Notbremse da ein. Und das eben, wo wir eine besonders ansteckende Mutante haben. Ich meine, wir haben Anfang März sind die Lockerungsbeschlüsse gefasst worden bei einer Inzidenz von über 60. Nur mal zur Erinnerung, als das letzte Frühjahr geöffnet wurde, lag die Inzidenz unter 10. Jetzt lag sie über 60. Und das Ganze ohne Teststrategie, mit einer niedrigen Impfquote, mit Kontaktnachverfolgung, die nicht sichergestellt ist, und das eben bei einer hoch ansteckenden Mutante. Und da sage ich ganz ehrlich, da kann man sich doch jetzt nicht hinstellen und sagen, oh Wunder, die Zahlen sind hochgegangen. Ja, wer hätte das denn gedacht? Wer hätte denn gedacht, dass aus 60 ganz schnell 70 und dann ganz schnell 100 werden? Das haben wir doch in Irland gesehen, das haben wir doch in Portugal gesehen, das haben wir doch überall gesehen. Und in drei Wochen werden doch auch die Zahlen dann in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen wieder steigen. Das ist doch absehbar.
Und deswegen finde ich, das so ein Problem, dass Sie vor zwei Tagen sich noch hier hinstellen und sagen, man müsse, man könne sich freuen und die Situation schönreden. Weil das geht doch gerade wieder auf die Knochen der Pflegekräfte, des ärztlichen Personals. Die Intensivmediziner haben gewarnt. Die Virologen haben und die Wissenschaftlerinnen haben gewarnt. Die Beschlüsse von Anfang März haben direkt in die dritte Welle geführt, sehenden Auges. Und deswegen finde ich die Art und Weise, gerade wie Sie, Herr Bocklet, hier auftreten, auch wirklich unmöglich. Ja, erst einmal alle Warnungen im Vorfeld vom Tisch wischen, ja, und sich damit einer Arroganz hier hinzustellen und anderen Besserwisserei vorzuwerfen. Und ich finde, ich muss wirklich sagen, ich halte auch den Ton für nicht angebracht. Es gab in Hessen fast 3.000 Tote in Alten- und Pflegeheimen. Und das auch deshalb, weil die Tests, die längst zugelassen waren, einfach zu spät eingesetzt wurden. Das stimmt nicht. Dass die Tests zugelassen waren, und dann hat Hessen zu schnell reagiert. Deswegen sind nämlich in hessischen Pflegeheimen besonders viele Menschen auch gestorben. Und es gibt auch einen großen Unterschied, weil z.B. Hamburg hat das auch mit der Überkostenübernahme der Tests anders gelöst als Hessen. Ja, da gibt es nämlich auch noch einmal einen wichtigen Unterschied, dass die Leute, die ihre Angehörigen in Pflegeheimen besucht haben, selber für die Kosten der Tests auskommen mussten und eben in Vorleistung treten mussten, um sich testen zu können. Das heißt, wer in einem Pflegeheim besucht werden konnte, das hing davon ab, ob die Angehörigen sich den Test leisten konnten, ein- oder zweimal die Woche. Und genau das war doch wirklich mehrfach Thema im Sozialausschuss. Danach wurde doch immer wieder gefragt, warum so spät, warum nicht ausreichend. Und jetzt einfach so zu tun, als würden wir uns hier hinstellen und besserwisserisch sein, wenn man mal darauf hinweist, dass Warnungen auch ignoriert wurden, das halte ich wirklich für nicht angemessen. Und ich finde auch bei der ganzen Frage jetzt wieder der Schnelltest. Auch da ist die Frage, wieso bestellt man dann erst am 4. März Schnelltest, wenn man sie am 8. März braucht? Warum? Das ist viel zu spät, das ist nicht vorausschauend. Und bei den Schulen ist es doch so ähnlich. Wie lange reden wir in diesem Haus über das Wechselmodell? Wie lange? Wie lange reden wir über Luftfilter und über Corona-Winterfahrplan? Gut, jetzt ist der Winter vorbei. Ja? Wie lange reden wir über das Wechselmodell? Über Monate hinweg hat der Kultusminister das blockiert und wollte davon nichts hören. Und jetzt haben wir die Situation. Und, meine Damen und Herren, das ist ja eigentlich das Allerschlimmste an der Situation jetzt. Wer sind denn die Leidtragenden jetzt wieder? Sind die Schülerinnen und die Schüler? Sind die Lehrkräfte? Sind die Eltern? Sind die Schulen? Die sind die Leidtragenden, weil jetzt war alles vorbereitet, ab Montag in den Wechselunterricht zu gehen. Und die Schülerinnen und Schüler haben sich gefreut, und die Lehrkräfte hatten viel Arbeit damit. Und die waren schon ziemlich überrascht davon, das wissen die nämlich auch noch nicht so lange, dass sie überhaupt vor den Osterferien noch einmal eine Woche aufmachen sollen. Das hat die überrascht. Und jetzt ist alles vorbereitet. Und heute sagt der Ministerpräsident, Inzidenz liegt über 100. Nächste Woche können die Schulen nicht geöffnet werden. Es bleibt im Distanzunterricht. Leidtragende dieser Politik sind die Schülerinnen und Schüler. Und so verspielen sie Vertrauen. Und mit Ihrem, dazu haben Sie heute nichts gesagt, Herr Ministerpräsident. Deswegen gehe ich mal davon aus, mit Ihrem Click and Meet, ja, haben Sie die Geschäfte praktisch wieder geöffnet. Also die Einkaufsstraßen sind voll, die Parkplätze für den Möbelhäusern ist voll. Man kriegt ja auch Soforttermine. Also Click and Meet. Ich meine, darauf muss man erst mal kommen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, wo sich nicht mal irgendwie drei Freunde zusammentreffen dürfen, irgendetwas zu installieren, was Meet heißt. Nur jetzt stehen da nicht nur Kundinnen und Kunden in langen Schlangen, sondern mit Ihrem Click and Meet haben Sie einfach dafür gesorgt, dass von einem Tag auf den anderen Millionen von Menschen in diesem Land wieder zur Arbeit gehen müssten. Nämlich alle, die irgendwo im Einzelhandel arbeiten, alle, die in Freizeiteinrichtungen arbeiten, die Sie geöffnet haben, alle Menschen, die in Fitnessstudios arbeiten oder bei Friseuren. Und dadurch ist natürlich die Mobilität gestiegen. Die Busse und Bahnen waren voll. So, jetzt haben wir Click and Meet. Ja, weil davon abgesehen, dass auch klar ist, es ist doch nicht im Interesse der Wirtschaft, weil wenn man die Zahlen nicht nachhaltig runterkriegt, dann ist doch klar, dass der Lockdown sich einfach weiter verlängern wird. Und das merken wir jetzt. Damit gefährdet man nicht nur die Gesundheit und das Leben von Menschen, sondern man verlängert effektiv auch den Lockdown. Aber jetzt gehen die Zahlen hoch. Und das heißt ja, so wie ich sie verstehe, Click and Meet geht weiter, aber die Schulen machen nicht auf.
Und das finde ich wirklich ein Hammer, weil im Wahlkampf wird erzählt, der Einzelhandel darf öffnen, und kaum ist die Wahl vorbei, wird die Schulöffnung abgesagt. Und das zeigt die ganze Priorität dieser Landesregierung. Das ist das Problem. Aufgeregtes Getue? Ja, ich bin ziemlich, ja, Herr Bellino, das regt mich ziemlich auf, weil es nämlich hier um das Leben und um die Gesundheit von Menschen geht. Und es geht um Kinder, die seit Monaten nicht richtig in der Schule waren, die in beengten Wohnungen zu Hause sitzen, die ihre Freunde nicht treffen können, die nicht zum Fußballtraining gehen können. Und Ihre Politik. Wir haben immer wieder gesagt, nutzen Sie den Spielraum für Öffnungen, zuallererst für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Schulen und nicht zuerst für den Einzelhandel. Die Leute sehen sich nach Öffnungen, ja. Aber die Regierungen haben vollkommen versagt, die notwendigen Maßnahmen sicherzustellen. Ausreichende Testkapazitäten. Wo ist die Teststrategie? Impfen, ein Chaos und der Impfstoff fehlt. Die Gesundheit, die Nachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Die Maßnahmen sind, diese Maßnahmen wurden alle nicht getroffen. Und man kann doch nicht bei einer Inzidenz von über 60 öffnen, keine Teststrategie haben, keine Nachverfolgung sicherstellen, eine niedrige Impfquote haben und dann glauben, es wird schon irgendwie gut gehen. Wir haben doch im Oktober gesehen, dass es nicht gut geht. Und deshalb, diese Beschlüsse führten direkt in die dritte Welle. Das war vollkommen klar. Und das ist das Verantwortungslose an dieser Politik. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Klose das Wort. Alles gut. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will wirklich mal ganz bewusst mit der Botschaft anfangen, die heute, glaube ich, die positivste ist, nämlich, dass wir endlich wieder AstraZeneca verimpfen können. Das ist ein Impfstoff, der zu großen Zahlen zur Verfügung steht, der sich relativ leicht verimpfen lässt. Und es ist gut, dass die Verimpfung nur für 2 Tage ausgesetzt wird. Das ist gut, weil das Impfen die für uns wichtigste. Lassen Sie eine Verzichtsfrage zu? Ich habe doch gerade einen Satz gesagt. Also bitte, nee, danke. Wir sind alle, und ich kann das, glaube ich, auch wirklich für die Kolleginnen und Kollegen Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister sagen, da sind fast alle Farben vertreten, seit einem Jahr im Dauereinsatz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und für uns alle standen die besonders vulnerablen Gruppen, also diejenigen, die ein hohes Risiko tragen, schwer und schwerst zu erkranken, von Beginn an im Fokus. Und gerade auch die Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben, waren für uns von Anfang an in einem besonderen Blick. Und deshalb haben wir schon vor einem Jahr, im März 2020, ein eigenes Gremium Pflege im HMSI gegründet. Da sind die Vertreterinnen und Vertreter der Pflegekassen, der Trägerverbände, der Betreuungs- und Pflegeaufsicht und des öffentlichen Gesundheitsdienstes dabei. Und es wird jede Woche eng und vertrauensvoll darüber gesprochen, wie wir so agieren können, dass wir möglichst verantwortlich für die Menschen einstehen, die uns anvertraut sind. Und das hat eine absolut hohe Priorität für uns von Anfang an gehabt. Und ich will Ihnen auch sagen, wir haben hier in unzähligen Plenarsitzungen, wir haben in ungezählten Sondersitzungen, in regelmäßigen Sitzungen des Ausschusses ausführlichst über die zahlreichen und wirklich sehr vielfältigen Maßnahmen gerade für die Träger, für die Bewohnerinnen und Bewohner und für die Mitarbeitenden in diesen Einrichtungen gesprochen. Wir haben es Ihnen ausführlich erläutert, vorgestellt. Ich muss leider heute feststellen, diese Vorstellungen, diese Maßnahmen scheinen Sie nicht zu interessieren. Sie scheinen Sie nicht zu interessieren, weil sie Ihnen leider nicht in Ihre Geschichte passen, Herr Pürsün. Und diese Geschichte funktioniert halt eben nur, wenn man die Fakten außen vor lässt. Und dann schauen wir uns Ihre dünne Story doch mal an und gleichen Sie auch mit der Realität ab. Sie behaupten weiterhin, also wenn Sie Verleumdung in den Mund nehmen, dann empfinde ich das als Kompliment. Keine Zwischenrufe von der Regierungsbank. Erstens.
Sie behaupten weiterhin und wieder besseren Wissens, es fehle den Einrichtungen an Schutzausrüstung. Ich stelle heute noch einmal fest, das Land Hessen hat seit Beginn der Pandemie insgesamt 6,2 Millionen FFP2-Masken, 12,3 Millionen Einmalhandschuhe und über 10 Millionen OP-Masken an Pflegeheime, besondere Wohnformen und ambulante Dienste geliefert, und zwar für diese kostenlos finanziert aus Mitteln des Landes. Passt nicht in Ihre Geschichte, wird ausgeblendet. Fakt. Zweitens. Sie haben zum wiederholten Male und wieder besseren Wissens behauptet, es gebe keine Teststrategie. Ich stelle fest, in den Ausschusssitzungen am 10. November 2020 und am 17. Dezember 2020 haben Sie umfangreich zur seit Mai 2020 bestehenden hessischen Teststrategie gefragt, die im November 2020 an die nationale Teststrategie angepasst und ebenfalls am 10. November im SIA ausführlich besprochen worden ist. Seit 1. Oktober 2020 konnten sich in Hessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflegeheimen regelmäßig und anlasslos auf Kosten des Landes mit einem PCR-Test testen lassen. Kein einziges anderes Land hat ein so großzügiges Testangebot schon vor Inkrafttreten der neuen Testverordnung des Bundes geschaffen. Und nicht nur das. Als die Antigen-Schnelltests zugelassen wurden und abgerechnet werden konnten, haben wir auf den entstehenden Engpass am Markt reagiert. Und wir haben dafür gesorgt, dass gerade auch kleinere Anbieter ein schnell abrufbares Kontingent dieser Tests gesichert hatten, weil alle Länder doch das Problem hatten, nachdem die Zulassung da war, dass der Run riesengroß war und wir uns auch gegenseitig den überschaubaren Markt abspenstig gemacht haben. Und Frau Wissler, bei aller Wertschätzung, wir haben Antigen-Schnelltests seit Dezember gesichert. Und da werfen Sie jetzt einfach auch Antigen-Schnelltests und Selbsttests eben in einen Topf. Das dürfen Sie nicht verwechseln, passiert uns allen. Aber das, was wir seit Anfang März, und zwar unmittelbar nach Zulassung, bestellt haben, sind Selbsttests. Das ist etwas anderes als die Antigen-Schnelltests. Da war das Kontingent schon seit Dezember gesichert. Und wenn Sie das schon so mit Verb vortragen, seien Sie bitte präzise. In Hessen sind im Moment 519 Kräfte der Bundeswehr im Einsatz und unterstützen die Pflegeheime bei den Testungen, aber auch bei nichtpflegerischen Tätigkeiten. Ich will mich ausdrücklich für diese zusätzliche Hilfe, die der Bund organisiert hat, hier auch noch einmal bedanken. Die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Mitarbeitenden haben in Hessen zur ersten Personengruppe gehört, die geimpft wurde. Wir haben diese Impfung fast abgeschlossen. Es gibt keine einzige Einrichtung, die noch kein Impfangebot erhalten hat. 95% der Bewohnerinnen und Bewohner haben die Erstimpfung erhalten. Auch das habe ich gestern Abend ausführlich vorgetragen, wird heute komplett wegignoriert. Das sind die Fakten. Ich habe gestern auch ausführlich vorgetragen und mithilfe auch meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jede Frage minutiös beantwortet, z.B. auch zur Frage der Impfquoten. Und wir haben Ihnen gestern auch dargelegt, dass Hessen längst bei den Impfquoten aufgeholt hat und inzwischen über dem Bundesdurchschnitt liegt. Passt nicht in Ihre Geschichte, wird ausgeblendet. Und ich will auch noch einmal zu dem Thema Einbindung der Ärzteschaft kommen, weil ich mich da wirklich auch in der Gesundheitsministerinnenkonferenz sehr für eingesetzt habe, dass wir möglichst schnell in die Einbeziehung kommen. Der Ministerpräsident hat es Ihnen schon gesagt. Die Ärztinnen und Ärzte wollen, die Landesregierung will, alle Gesundheitsministerinnen wollen. Natürlich wollen wir das, weil es das Impfen beschleunigen wird. Aber warum bloß machen wir es dann nicht? Es ist relativ einfach. Und es ist ein bisschen, ach, Herr Pürsün, es ist ja niedlich, dass Sie sagen, Sie hätten das schon im November gefordert. Ja, ja, ist super. Der erste Impfstoff kam im Dezember. Und was war das für ein Impfstoff? Es war ein Impfstoff, der mit sehr schwierigen Lagerungs- und Transportbedingungen versehen war.
Der war. Es ist weiterhin so, dass es nur große Fiolen gibt, die man öffnen muss und dann sofort verimpfen muss. Das kommt alles dazu, dass wir halt auch einen Mangel an Impfstoff haben. Und sobald wir mehr Impfstoff haben, werden wir selbstverständlich die Ärzteschaft einbeziehen. Selbstverständlich. Niemand hat etwas dagegen. Wir alle wissen, dass es das beschleunigt. Und niemand hat jemals bezweifelt, dass Ärztinnen und Ärzte impfen können. Auch so sehen die Fakten aus. Ich will auch von den Ältesten noch einmal zu den Jüngsten kommen. Natürlich, und ich habe es heute früh schon erwähnt, wissen wir, dass Kinder und Jugendliche besonders unter den Einschränkungen dieser Pandemie leiden. Das war übrigens einer der Gründe, warum wir in Hessen bei den Kitas und Kindertagespflegestellen seit Weihnachten mit einem Appell an die Eltern gearbeitet haben und nicht erneut Betretungsverbote verhängt haben. Und seit dem 22. Februar entfällt auch dieser Appell. Und für viele Kinder, die seit Wochen zu Hause betreut wurden, war die Rückkehr in diese gewohnten Strukturen sehr wichtig. Hessen war das erste Land, das im August 2020 den Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen und Erziehern regelmäßig kostenfreie Tests in Arztpraxen angeboten hat. Und wir setzen es bis heute fort und werden es auch weiter fortsetzen. Wir haben die Gesundheit der Beschäftigten immer mitgedacht. Und trotzdem ist es so, dass die Belastung für Kinder und Jugendliche natürlich ganz erheblich ist, weil die sozialen Kontakte fehlen. Das ist auch nicht nur die Schule, es sind auch die außerschulischen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten, die weiter stark eingeschränkt sind. Und das wollen wir alle nicht. Niemand will das. Ich kenne niemanden, der das will. Aber es bleibt wie bei allen Entscheidungen in dieser Pandemie immer eine schwierige Abwägung. Der Gesundheitsschutz, auch der der Kinder und Jugendlichen selbst, muss sorgsam mit anderen Rechten und Bedürfnissen abgewogen werden. Das tun wir, so wie das alle Kolleginnen und Kollegen tun. Es fällt niemandem leicht. Aber ich will Ihnen sagen, damit Sie auch sehen, dass wir das tun, wie sorgfältig wir abwägen. Ein Ergebnis dieser Abwägung ist beispielsweise, dass wir entschieden haben, dass in Hessen Angebote der Jugendarbeit in kleinen Gruppen auch während der Phase der Kontaktbeschränkung immer möglich waren und auch weiterhin sind. Und das hat den Kommunen und freien Trägern auch ermöglicht, gerade in dieser schwierigen Situation auf die Bedürfnisse und Problemlagen junger Menschen besonders einzugehen. Und mir läuft jetzt leider die Zeit davon. Ich hätte gerne darüber noch ein bisschen mehr gesagt, aber ich will zum Schluss kommen. Wir denken längst über die Pandemie hinaus. Wir wollen auch Kindern und Jugendlichen wieder einen guten Einstieg in den Alltag ermöglichen. Und damit das auch klar gesagt ist, in Krisen entscheidet man immer auch Dinge, die man in der Nachbetrachtung vielleicht auch selbst anders entschieden hätte. Das ist so. Wir müssen manchmal Minutenentscheidungen treffen. Das ist überall so. Das ist auch kein Spezifikum für Deutschland oder für Hessen oder für sonst wo. Wir alle können ganz bestimmt immer noch besser werden. Aber das darf auch nicht dazu führen, dass man dann davor zurückschreckt, Entscheidungen zu treffen. In diese Sackgasse dürfen wir nicht laufen, sondern wir müssen in der Lage sein, zügig zu entscheiden. Das tun wir, und Sie können sich bei dieser Landesregierung auch weiterhin darauf verlassen, dass wir in einer sorgfältigen Abwägung unsere Entscheidungen treffen, dass wir der Gemeinschaft, das ist nach wie vor der wirksamste Schutz gegen das Virus, denn wir sind wie noch nie im Kampf gegen das Virus aufeinander angewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Wir treten in die zweite Runde ein. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Rock von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. 10 Minuten 45 müsste er haben. Ja. Thank you.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ein, zwei Minuten. Entschuldigung, Herr Abgeordneter Rock, nicht, dass wir die Diskussion gleich noch einmal anfangen. Der Ministerpräsident muss jetzt zur Vorbereitung der MBK und lässt sich entschuldigen. Aber Herr Wintermeyer ist da, Herr Klose, Herr Al-Wazir, Herr Lorz, Frau. Genau, sind alle da. Gut, jetzt kann Herr Abgeordneter Rock weiterreden. Ich gehe davon aus, dass der Ministerpräsident vom Staatsminister Wintermeyer gut informiert wird. Von daher nehme ich das jetzt hier zur Kenntnis. Ich möchte aber trotzdem die ersten ein, zwei, drei Minuten noch einmal auf den Kollegen Bocklet verwenden. Das kann ja nicht so stehen bleiben, wie er das hier vorgetragen hat. Es war sehr laut. Es war fast geschrien. Man konnte kaum verstehen, in was er sich da reingesteigert hat. Aber es war sicherlich kein einziger Satz zu der Sache, sehr geehrte Damen und Herren. Man bekommt ein Gefühl davon, was bei den GRÜNEN die neue Bürgerlichkeit ist und was Stil sein soll. Das wurde hier alles sehr intensiv vorgetragen. Da kann sich jeder Mensch ein Bild davon machen. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Also vielleicht hat sie auch noch ein bisschen Recht an dieser Stelle. Aber lieber Herr Bocklet, eines wollte ich Ihnen doch schon noch einmal mitgeben. Sie haben mir gesagt, na ja, die Flüchtlingskrise ist zu vergleichen mit der Pandemie. Ich möchte Ihnen hier ausdrücklich widersprechen. Ich möchte Ihnen ausdrücklich widersprechen. Die Flüchtlingskrise war wirklich eine Herausforderung für die Verwaltung, für die Gesellschaft. Es hat Aktivitäten bei den Bürgern gegeben zur Unterstützung. Es war notwendig, viel Geld zu mobilisieren, um die Herausforderung zu stemmen. Aber diese Pandemie, die Tausende von Menschen das Leben gekostet hat hier in unserem Land, eine Pandemie, die unsere Kinder trifft, die unsere Verwandten trifft, die uns selbst trifft, die Eingriffe in die unvorstellbare Art und Weise in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger, die Vermögen und Chancen und Leben vernichtet jeden Tag, ist nicht zu vergleichen mit einer Flüchtlingskrise, die wir hier in Hessen, glaube ich, ganz gut bewältigt haben, sehr geehrte Damen und Herren. Und das scheint ja auch dann so ein bisschen Ihr Aktivitätsmodus zu erklären. Sie haben nicht erkannt, was Menschen in unserem Land durchmachen und was die für Ängste haben und was die erleiden müssen. Und hier wird ja vorgetragen vom Minister und von anderen, was das bedeutet. Sie können Studien lesen, was das für diese Gesellschaft, für die Kinder, für die Selbstständigen, für die Menschen, für die Familien, für die Unternehmen bedeutet. Und natürlich können Sie wahrscheinlich, wenn Sie das nicht auf dem Schirm haben, nicht verstehen, warum wir so hart reagieren und warum wir an dieser Stelle so langsam auch den Ton verschärfen, weil es hier um viel mehr geht als den GRÜNEN. Klar ist, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben ja ab Dienstag sehr intensiv auch sachlich hier uns auseinandergesetzt, haben die Themen abgewogen. Und ich muss schon ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier am Donnerstag, kurz nach der Feststellung der endgültigen Wahlergebnisse der Kommunalwahl, jetzt von der Landesregierung erfahre, dass es ja ganz klar war, dass wir jetzt die Versprechen zurücknehmen müssen, sehr geehrte Damen und Herren. Was glauben Sie denn, wie die Menschen auf so etwas reagieren werden? Was glauben Sie denn, ob Sie nicht in der Lage sind, diesen Zusammenhang herzustellen, dass Sie vor der Wahl noch bei Wahlkampfveranstaltungen festgestellt haben, die Bürger haben die Schnauze voll, nicht meine Wortwahl, die Wortwahl des Ministerpräsidenten, und dann einen Öffnungsplan hier vorgelegt haben, erklärt haben, die 35, die neue 50, und außerdem noch erklärt haben, die Inzidenz ist gar nicht mehr so wichtig, an die müssen wir uns gar nicht verbindlich halten. Es gibt fünf weitere Faktoren, die notwendig sind. Natürlich war letzten Samstag schon klar, dass die Mutante da ist und dass die Zahlen steigen. Und natürlich war letzten Samstag schon klar, welche Herausforderungen das für die Schulen bedeutet. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt und haben gesagt, wir gucken nach den Infektionsgeschehen an den Schulen. Sie haben nichts dazu gesagt, ob das die besonderen Infektionsherde an den Schulen waren, ob die Kinder in den hessischen Schulen infiziert sind. Warum sagen Sie jetzt die Eröffnung der Schulen ab? Das haben Sie nicht erwähnt. Sie haben auch nicht gesagt, welche Abwägungen die anderen Faktoren, die auf Ihrem Papier, das ja scheinbar nicht mehr die Tinte wert ist, die Sie verwendet haben, um es auszudrucken, was die denn jetzt bedeuten. Da haben Sie keinen Ton hier gesagt. Sie sind hierher gekommen und gesagt, ist doch klar, die Mutante, wir sind über 100, jetzt machen wir doch das, was wir versprochen haben, einfach nicht. Das ist zu wenig, Herr Ministerpräsident. Da müssen Sie mehr erklären, sehr geehrte Damen und Herren.
Und es wird wirklich immer deutlicher, dass das ein reines Wahlkampfmanöver war, in dem Sie versucht haben, den Menschen wenige Tage vor der Wahl Sand in die Augen zu streuen und jetzt in aller Brutalität mit den Grünen im Schlepptau alles wieder abräumen und wir nicht aus dem Lockdown rauskommen und wir eben keine Chance haben, in den Wechselunterricht einzutreten, sondern Sie werden diesen Weg, den Sie angefangen haben, einfach weiter fortsetzen. Und alles, was Sie vorher den Menschen erzählt haben vor dieser Wahl, das hat doch heute schon gar keine Gültigkeit mehr. Und dann sagen Sie etwas von Stil und Glaubwürdigkeit, Zusammenarbeit, Vertrauen aufbauen, Vertrauen in die Institutionen des Staates. Und Sie haben ein einfaches Wahlkampfmanöver hier durchgeführt, das jetzt in aller Brutalität offengelegt wird, sehr geehrte Damen und Herren. Nein, das ist nicht unverschämt, das ist von Ihnen unverschämt, sehr geehrte Damen und Herren, von Ihnen. Sie haben das doch zu verantworten, nicht wir. Und ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Hier kommt ein Minister und sagt, ist doch alles super in Hessen, wir sind die Besten, wir haben uns alles ausgedacht, was in Deutschland so gut läuft. Er hat hier vorgetragen, wir waren die Ersten beim Testen, wir wollen ja die Ärzte längst einbinden. Was die Opposition vorschlägt, das ist doch alles, hat überhaupt keinen Sinn, sondern wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Und da komme ich wieder zurück zu meiner Rede am Dienstag. Also im Grunde muss man doch sagen, haben wir nichts falsch gemacht. Das ist Ihre Haltung, und ich glaube, die trägt sich und deckt sich mit der Wahrnehmung der Bürger in unserem Land nicht. Machen Sie weiter so. Machen Sie einfach weiter so. Irgendwann werden Ihnen die Bürger das schon einmal erklären, weil es sind Fehler gemacht worden. Und von daher will ich noch einmal auf etwas aufmerksam machen. Ich will noch einmal auf etwas aufmerksam machen. Sie reden hier von Schulöffnung. Von Schulöffnung durch Tests. Sie wollen jetzt mit Tests ermöglichen, dass die Schulen vielleicht doch geöffnet werden. Und wie wollen Sie das machen? In 4 Wochen, wenn ich das richtig gehört habe, Herr Minister, Sie können es ja noch einmal ergänzen, in 4 Wochen nach den Ferien, nach den Osterferien, wollen Sie in 4 Wochen an 20 Schulen anfangen mit Schnelltests. Genau das haben Sie hier gesagt. So. So, da gibt es jetzt auch noch eine Zwischenfrage. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. So, Abgeordneter Rock, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Von wem? vom Abgeordneten Schwarz. Ja, bitte. Das ist prima. Ich bedanke mich herzlich für die Gelegenheit. Ich wollte nur nachfragen, Herr Kollege Rock, ob Sie den Ministerpräsidenten richtig verstanden haben, dass er gesagt hat, dass an 20 Schulen vor den Osterferien genau dieses Testen Selbsttesten vorgenommen werden soll und nicht danach, weil Sie sich eben gerade genau gegenteilig geäußert haben. Nur zur Sicherstellung, dass hier keine falschen Botschaften ins Haus kommen. Lieber Herr Schwarz, 20 Tests nächste Woche? Schulen. 20 Schulen. Ah, okay. An 20 Schulen werden die Schnelltests, Selbsttests, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt testweise umgesetzt. Das bedeutet an 20 Schulen in Hessen. In Hessen, in 20 Schulen. Und ich kann Ihnen nur sagen, es gibt Länder, da machen die das flächendeckend. Da machen die das flächendeckend, Herr Schwarz. Und was bedeutet? Ich habe doch gerade Ihre Frage zugelassen. 20 Schulen werden Selbsttests zugelassen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es der Einstieg. Das heißt also nicht, dass es sofort an 20 Stunden startet, ist Einstieg. Aber wir werden es ja sehen. Wir werden das nachfragen. Wir werden, werden die Erkenntnisse haben. Das heißt, an 20 Schulen beginnen wir jetzt. An 20 Schulen beginnen wir jetzt. Und Herr Schwarz, ich habe Ihre Zwischenfrage ja zugelassen. Vielleicht wollen Sie auch weiter zuhören. An 20 Schulen beginnen wir jetzt. Und wann werden wir denn an allen Schulen in der Lage sein, denn durch Schnelltests wieder Unterricht zuzulassen? Diese Frage konnten Sie nicht beantworten, und das haben Sie ja auch nicht gesagt. Und das bedeutet, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben die nächsten 4 Wochen keine Perspektive, dass wir vernünftig zurückkehren wieder zu einem Wechselschulmodell für alle Schülerinnen und Schüler in unserem Land. Sehr geehrte Damen und Herren, da müssen wir doch besser werden. Das können wir doch den Kindern in unserem Land nicht zumuten, sehr geehrte Damen und Herren. Und von daher, liebe Landesregierung, Sie sollten wirklich kleinere Brötchen backen, wenn Sie hier vorkommen. Es ist nicht gut in unserem Land. Und die Menschen leiden in unserem Land. Die Kinder leiden in unserem Land.
Und dann sollten Sie auch, wenn Sie hier vorgehen, empathisch verstehen, dass die Leute mittlerweile, der Ministerpräsident würde sagen, die Schnauze voll haben. Und sie wollen auch nicht mehr vertröstet werden. Und sie wollen auch nicht an der Nase herumgeführt werden. Dann kommunizieren Sie ehrlich und geradeaus und hören Sie auch mit taktischen Spielchen und hören Sie auf, die Leute an der Nase herumzuführen, weil mittlerweile, glaube ich, haben Sie schon sehr viel Vertrauen in unserem Land verspielt, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Rock.